In der Tat habe ich einen ganz tollen Gast und wie ich schon gerade sagte, ich fühle mich sehr underdressed, wenn ich ihn hier sehe. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Sänger, Entertainer, Songschreiber, Moderator Chris Prinz heute bei unserer Sendung. Danke dir. Danke, dass ich kommen durfte. Bin gerne hier. Jetzt ist es ja bald soweit. Hier vorne steht es schon. Bist du schon dementsprechend nervös? Am 15. April kommt dein brandneues Album endlich in den Handel, Großstadtromantik. Und dafür hast du ja wirklich ein komplett eigenes Genre geschaffen, kann man ja wirklich so sagen. Ne? Ja, also erstmal zur Vorfreude, die ist natürlich riesig. Ja. Also ich freue mich gigantisch, weil jetzt eine Woche noch, dann ist es endlich draußen, hat man es endlich geschafft, weil darauf arbeitet man die ganze Zeit hin. Und ja, ein eigenes Genre geschaffen. Ich persönlich brauche ja diese Genre-Grenzen nicht. Also diese Schubladengeschichten. Genau, nenn's Musik, ganz einfach. Aber viele Leute brauchen es und dann haben wir uns überlegt, wie kannst du es nennen, weil es halt nicht typisch das oder typisch das ist. Und aus diesem Grund haben wir es Classy-Schlager genannt. Ja, und gerade auch die Liebe des Schlagers geht ja bei dir schon doch sehr, sehr weit zurück bis zu Kindheitstagen. Das war irgendwie immer um dich rum, auch familiär bedingt, oder? Ja, ich habe sehr, sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und die haben halt unglaublich viel Schlager gehört, aber vor allem diesen alten Schlager. Ja. Und der hat mich unglaublich geprägt. Mit dem kann ich auch heute mehr anfangen als mit dem modernen Schlager. Ja, was waren also die großen Vorbilder für dich damals? Peter Alexander, ja. Roy Black, Heino sogar auch. Früher hat meine Oma das immer gehört und ich fand das gigantisch. Mir hat's richtig gefallen. Auch diese ganzen Filme, die wir mal geguckt haben, fand ich halt echt toll. Und dann ging es ja ein bisschen weiter, musikalisch gesehen. Was ich bei dir allerdings, bevor wir darüber sprechen, ganz cool fand, du hast mir irgendwann eine Anekdote erzählt, wie du so versucht hast, so deine erste Musik im Bereich Radio unterzubringen. Man hat dich, glaube ich, nicht so richtig irgendwie reinlassen wollen bei einem Radiosender. Kann das sein? Ne, ich dachte, wie komme ich ins Radio? Ich musste mal zum Radiosender gehen. Dann gibt es in Berlin oder in Potsdam, besser gesagt, so ein Radiosender von RBB. Da sitzen dann gleich 4 oder 5 Sender drin. Ja. Dann bin ich mit meinem Demo da hingegangen und habe beim Pförtner ganz normal gefragt. Hallo, mein Name ist Chris. Ich würde gerne den jeweiligen Radiosender meine Musik vorspielen. Er meinte, so funktioniert das leider nicht. Ich habe bitte zu gehen. Also der war nett, aber bestimmt. Und ich sollte bitte gehen und sollte bitte auch jetzt gehen. Dann bin ich halt rausgegangen, war halt kein Durchkommen. Und genau in dem Augenblick ging gerade das Treppenhaus auf. Und dann bin ich einfach durch. Einfach schnell rein. Bin ich super schnell rein. Bin dann im Classic-Radio gelandet, muss ich mal dazugeben. Und dann hat der Redakteur sich das auch angehört, meinte aber gleich, hiermit kann er nichts anfangen, weil die halt klassische Musik spielen. Aber war trotzdem super nett und meinte, geh doch mal runter. Zum anderen Radiosender, das passt ein bisschen besser. Ja. Grüß ihn auch ganz lieb von mir, bin ich mir gleich ins Büro gegangen. Dann meinte er zu mir, was kann ich für dich tun? Und ich meinte, ich gehe erst, wenn du bei mir reinhörst. Und das fand er aber auch nett und sympathisch und hat reingehört. Ja. Und der hat mir dann so, glaube ich, so den entscheidenden Tipp gegeben, weil er meinte, meine Texte und meine Melodien und mein Gesang ist alles klasse, aber vielleicht brauchst du eine hochwertigere Produktion. Und dann habe ich mich nicht wie davor bei irgendwelchen Plattenfirmen beworben, sondern bei Produzenten. Ja. Und dann habe ich 5 Bewerbungen abgeschickt, 5 Leute wollten mit mir arbeiten und dann habe ich mir welche ausgesucht. Und mit denen habe ich dann mein letztes Album gemacht und es war ein Erfolg. Ja, es ging ja bis zum richtig großen Plattenvertrag, ich glaube bei Sony war es dann auch unter Vertrag, das war eine richtig große Geschichte. Wenn man da mal so ein bisschen zurückblickt vom Sound her, wenn wir gleich über die Großstadtromantik sprechen, das war ja noch ein kleines bisschen anders. War das auch im Prinzip für dich auch Genre Schlager, weil es war doch sehr, sehr dance-mäßig angehaucht, auch so ein bisschen Hip-Hop, du hast ja auch ganz ordentlich gerappt auch in den ganzen Songs. Ja, also ich habe einfach Musik gemacht, genauso wie ich es heute auch mache. Und dann meinte irgendwer zu mir, ey, das ist so Schlager-Rap, weil die Strophen waren halt gerappt, wie du gesagt hast, der Chorus war gesungen und hatte so eine Schlager-Affinität. Und dann dachte ich mir so, gut, dann nennen wir es halt Schlager-Rap. Okay. Und das kam irgendwie sehr, sehr gut an. Und dann habe ich halt irgendwann das Glück gehabt, dass ich diesen Song für Berlin Tag und Nacht machen durfte. Ja. Und der wurde ja dann echt ein großer Erfolg. Das lief, glaube ich, in den Trailern. Genau, in der Werbung. Also quasi heute um 19 Uhr kommt die Sendung und dann lief der Song. Ich habe das Ding tatsächlich mal rausgesucht. Wollen wir mal reingucken, wie das ausgesehen hat. Chris Prinz im Break bei RTL 2. Machen Sie es nicht im Vollbild an, aber da können wir mal reinhören. Das war nämlich der Song von ihm in der Sendung Berlin Tag und Nacht. Mal ganz kurz reingeguckt, Chris Prinz.